Hallo und herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Ich habe mal wieder ein Unboxing für euch, ein aus der Reihe fallendes Unboxing. Haben vielleicht viele schon online gebracht, aber ich bin bis jetzt noch nicht dazu gekommen, es abzudrehen. Aber besser später als nie, ich will es euch trotzdem zeigen. Ich habe was gekauft von Glossybox. Jetzt wisst ihr wahrscheinlich, um welche Box das es geht. Es hat nämlich wieder eine Sonderedition gegeben. Muss ich überlegen, für wie viel? Ich glaube 39,99 hätte sich für Nicht-Abonnenten gekostet und Abonnenten haben sie für 29,95 oder 99 bekommen. Ich bin mir nicht sicher. Ich gucke nochmal nach, vielleicht steht es noch auf der Internetseite, dann werde ich es euch auf jeden Fall hier unten hinschreiben. Aber ich habe mir die vegane Edition, oder wie heißt die? The Vegan Way of Beauty, also auf jeden Fall diese vegane Special Box bestellt, die auf jeden Fall sehr voll ist. Also da ist auf jeden Fall ein sehr großes Produkt drin. Wir haben hier auf jeden Fall noch zwei Flyer drin. Und zwar einmal von Kind of Rosie. Ist das nicht eine YouTuberin? Haaröl. Ja, doch. Da hat es doch letztes Jahr bei DM eine Box gegeben. Da gibt es anscheinend jetzt ein Haaröl. Okay. Und einmal von Foodspring einen Flyer mit 15% Rabattcode. GB20FSQ1, falls es jemanden interessiert. Ich werde vielleicht mal wieder dort bestellen. Deswegen werde ich mir den auf jeden Fall abfotografieren. Wie lange hält der? Steht nicht da. Okay. Werde ich mir trotzdem abfotografieren. So, und dann kommen wir zu dieser wunderschönen Box. Ja, und zwar The Vegan Way of Beauty, die Box. Die machen wir gleich auf. So sieht das Ganze hier aus und da sind so die Produkte so drin, wie sie auch in der Box drin sind. Deswegen ist natürlich nichts mit durchgehen. Deswegen machen wir die dann gleich auf und ich lese euch dann gleich die Produktinformationen vor. The Vegan Way of Beauty Edition by Vanilla. Habe ich gar nicht gewusst, dass das eine Dame gemacht hat. Vanilla kenne ich aber tatsächlich nicht. Wenn ihr wisst, wer das ist, in die Kommentare, würde mich sehr interessieren. Und ich habe mir die Box gekauft, weil es ein super tolles Sneak Peek Produkt gab. Und das Sneak Peek Produkt war von Banana Beauty. Deswegen, nur deswegen musste ich die Box haben tatsächlich. Habe ich mich so drüber gefreut. Aber werden wir jetzt angucken. Ich lege mal schnell den Deckel herunter. Wir machen die Box auf. Ich nehme das erste Produkt raus, zeige es euch und dann lese ich euch gleich die Produktinformation vor. Zuerst haben wir ein von Nuvega schon wieder was. Also ich kann es nicht mehr sehen von Nuvega, die Sachen, ich kann es echt nicht mehr sehen. Wimpernrevitalisierungsserum, ist das gleiche, das ich schon drüben habe? Ich bin mir jetzt nicht sicher, ob Nutraskin und Nuvega das gleiche ist, aber ich glaube, das habe ich gerade auch drüben. Oder Nutralash? Die sehen auf jeden Fall alle gleich aus. Ja, ist jetzt nicht schlecht. Ich weiß, dass die teuer sind und die sind auch relativ schnell leer, deswegen gar nicht so schlimm. Von Nuvega Lash, Wimpernrevitalisierungsserum, vegan produziert. Produziert ohne tierische Erzeugnisse, kann das höchstmögliche Potenzial ihrer Wimpern an Länge, Dichte, Fülle und Flexibilität ausschöpfen. Der spezielle vegane Wirkstoffkomplex Nuvega verlängert nicht nur die Wachstumsperiode der Wimper, sondern nährt und stimuliert zugleich das Haar. Nuvega Lash, das Revitalisierungsserum der neuesten Generation. Nur einmal am Tag, das habe ich tatsächlich nicht gewusst, dass man das bloß einmal am Tag verwendet. Ich habe es immer zweimal verwendet. Nur einmal am Tag das Serum mit einem einzelnen Pinselstrich 1-2 mm von der Haarbasis des oberen Wimpernkranzes auftragen. Die Menge an Flüssigkeit ist ausreichend, die beim Herausziehen aus der Flasche am Pinsel haften bleibt. Mal gucken, was da hier drin zusteht. Ist gleich das erste Produkt, das da steht. Seine vegane Wirkstoffpower zieht den Wimpernbooster aus den Sprossen der Mungbohne und dem Wiesenklee. Beides stimuliert die Haarfollikel und holt das größtmögliche Wachstumspotenzial aus den Wimpern heraus. Das Ergebnis und nährende Serum enthält keine Parabene, Alkohole und Mineralöle und soll schon nach 6 bis 8 Wochen für länger, vollere und kräftigere Wimpern sorgen. Anwendung Augenpartie reinigen und drücken. Ja, okay, die Anwendung haben wir schon gelesen. Dieses Produkt hier kostet 3 Milliliter. Sind das 3 Milliliter? Das sind tatsächlich 3 Milliliter. Also bis jetzt hatten wir immer so 1 Milliliter drin. 3 Milliliter kosten 89,95. 89,95. Ja. Die Box ist auf jeden Fall schon mal mega wertvoll. Also den Wert habe ich auf jeden Fall schon mal drin. 89,95. Sehr teuer. So, ja. Sehr schön. Werde ich auf jeden Fall verwenden. Ich verwende die Wimpernserums immer. Ich habe jetzt noch zwei, glaube ich. Nuvega, wenn ich mich nicht täusche. Oder von Nutralash. Ich weiß nicht, ob da ein Unterschied ist. Habe ich auf jeden Fall noch genug jetzt für die nächste Zeit. Als nächstes haben wir etwas, was ich schon habe. Und zwar von No Makeup das 3-in-1 Cleansing Oil Gel. Hier, also dein 3-Phasen-Reinigungsgenie. Ölmilch Cleanser, dein 3-Phasen-Genie für porentiefe, reine Haut mit
Plankton-Extrakt und ätherischen Ölen aus Orange und Ingwer klärt und pflegt dabei deine Haut sanft und gründlich, ohne zu schäumen. Anwendung mit kreisenden Bewegungen in der feuchten Haut. Einmassieren, mit klarem Wasser abspülen, fertig. Reinigung plus Pflege, einfach schön. Hatte ich ja jetzt in der Foxybox drin. Finde ich mega cool. Jetzt habe ich es nochmal. Mal gucken, vielleicht werde ich das auch irgendwann in eine Verlosung reinpacken, weil zwei werde ich wahrscheinlich nicht brauchen, aber es hört sich auf jeden Fall mega interessant an. Ich lese noch durch, was da drin steht. No Cosmetics, also No Make-up, Fresh Today 3-in-1 Oil Gel Cleanser. In dieser Multitasking-Produkt steckt so viel Gutes. Beruhigende Shea-Butter, schützendes Mandelöl, straffende Orangenöl und antibakteriell wirkendes Ingweröl, um nur einige der wertvollen Inhaltsstoffe zu nennen. Zudem pflegt ein Meeresplankton aus der Bretagne deine Haut auf eine ganz natürliche Weise, geschmeidig weich. Dein Hautbild wirkt erfrischt, geglättet und einfach strahlend schön. In kreisenden Bewegungen das Gesicht morgens und abends reinigen, anschließend mit lauwarmem Wasser abspülen. Finde ich cool. Warum nicht? Aber werde ich wahrscheinlich dann irgendwann mal verlosen. Kostet tatsächlich 7,95 Euro. Ist jetzt ein billigeres Produkt, aber ist jetzt auch nicht so billig. So, dann haben wir als nächstes von Catrice Clean ID Mineral Swirl Highlighter. 96% Natural Ingredients, vegan. Wollte ich mir tatsächlich schon ein Produkt davon kaufen. Habe ich bis jetzt aber gelassen, weil sie doch nicht so billig sind. Sieht auf jeden Fall mega schön aus. Seht euch das an. Und ich finde das Packaging so cool. Habe ich mir aber noch nicht gekauft. Bin ich jetzt froh, weil sonst hätte ich jetzt zwei zu Hause. Mega cool. Das ist die Farbe 010 Silver gebackener Highlighting Powder mit Mineralien. Seidig zarte Textur mit feinen, lichtreflektierenden Pigmenten für ein natürliches Strahlen. Talgfrei und vegan. Liebe deine Haut. Sehr cool. Das kostet 5,49 €, also ist auf jeden Fall nicht billig für den Highlighter. Dieser schimmernde Mineralpuder ist wie gemacht für glänzende Auftritte. Ob im Alltag oder am Abend. Seine softe Touchformel legt sich ultra sanft auf dein Gesicht und bringt dein Haar zum Strahlen. Weiteres Plus, dein Puder ist vegan und besteht zu 96% aus Inhaltsstoffen natürlichen Ursprungs. Den Highlighter auf den höchsten... Ja, okay, wo muss man auftragen, das wissen wir. Vor dem Auftragen des Highlighters das Gesicht mit Fixing Spray besprühen und diesen sanft mit einem Beauty-Schwamm einklopfen. So erhält der Highlighter zusätzlich Strahlkraft für eine unbeschreiblichen Glow. Also da ist ein Tipp mit dabei gestanden. Finde ich cool. Finde ich sehr cool. Da freue ich mich auch sehr darüber. Also bis jetzt ist es eine Mega-Box. Sehr, sehr gute Box. Dann haben wir als nächstes einen Proteinbar. Veganen Proteinbar. Chocolate Almond. Hoher Proteingehalt. Zuckerarm. Hoher Ballaststoffgehalt. Vielleicht werde ich mir den gönnen. Ja, Protein ist immer schwierig, aber ich liebe diese Regel. Proteinriegel sind so gut. Aber die sind eigentlich auch nicht so gut, wenn man sich nicht so viel bewegt. Dieses Produkt kann trotz sorgfältigen Kontrollen harte Teile von Früchten, Nüsse etc. enthalten. Ja, okay. Nicht schlimm. Steht da auch was dazu drin? Ist einfach so eine Zugabe von Foodspring, denke ich. Die haben ja auch eine Werbung drin gehabt. Ich liebe Foodspring. Mag die Sachen total gerne. Den werde ich mir noch... Ich glaube, ich werde mir gönnen. Oder ich hebe mir auf bis zu meinem Cheat Day. Mal gucken. Sehr gut. Bekomme ich Hunger. Ich habe heute noch nichts gegessen. Foodspring ist super. Die Riegel müsst ihr unbedingt mal probieren. Und auch die Shakes. Mega. Dann haben wir eine Tube. Und zwar haben wir eine von Shaw und Len. Die haben ja auch Duschgel und die ganzen Sachen. Die Haarkur kenne ich tatsächlich noch nicht. Black Tea Mate. Haarkur Detox. Die Haarkur Detox mit dem Black Tea und Mate Duft ist ein wirksamer Schutz gegen negative Umwelteinflüsse für stark strapaziertes und kraftloses Haar. Der aus Moringa-Samen gewonnene Wirkstoff schützt das Haar vor umweltbedingtem Stress und Dehydrierung. Reisprotein und wertvolles Sesamöl pflegen intensiv und verleihen Glanz und Geschmeidigkeit. Vegan, ohne Parabene und Silikone. Finde ich cool. Anwendung zur tiefen Behandlung. Nach der Haarwäsche eine kleine Menge ins feuchte Haar gleichmäßig verteilt. 10 Minuten einwirken lassen, danach ausspülen. Finde ich immer so doof, wenn man das so lange einwirken lassen muss. Aber ich finde es cool. Ich werde es sehr gerne verwenden. Das Packaging finde ich auf jeden Fall mega interessant. Mit diesem Silber. Und es fühlt sich sehr cool an. Hier steht drin, das kostet 6,99 €. Ist also auch nicht so billig. Umwelteinflüsse und Co. machen deine Mähne zu schaffen. Wappne sie dagegen mit der Detox-Haarkur. Sie repariert stark strapaziertes und kraftloses Haar dank des aus Moringa-Samen gewonnenen Wirkstoffs. Er schützt dein Haar vor umweltbedingten Stress und Feuchtigkeitsverlust. Obendrein pflegen Reisprotein und wertvolles Sesamöl intensiv und sorgen für unwiderstehlichen Glanz sowie Geschmeidigkeit auf den Köpfen. Finde ich cool. Gefällt mir. Werde ich super gerne verwenden. Warum nicht? So, also das hat jetzt 6,99 € gekostet. Dann haben wir als nächstes eine Mascara von Lavera. Bin ich mir jetzt gar nicht sicher, ob ich die nicht auch habe. Ich lasse sie jetzt mal zu. Und zwar die Volume Mascara. Ich glaube, dass ich die nämlich schon in dieser Lavera Box drin hatte, die ich von Müller habe. Ich glaube, ich richte jetzt da mal wieder einfach eine Gewinnbox zu, weil ich so viel doppelt habe schon wieder.
Und zwar Trend Sensitive für natürlich voluminöse Wimpern. Ja, da steht jetzt nicht mehr drauf. Das ist die Farbe 01 Black. Mascara habe ich sowieso genug, deswegen mal gucken. Die werde ich vielleicht verlosen. Aber ich habe sie noch nicht getestet, weiß jetzt leider auch nicht, was sie für ein Bürstchen hat. Deswegen lasse ich es. Ich kann es euch leider nicht sagen. Aber da ist jedes Bürstchen abgebildet. Das sieht auf jeden Fall sehr interessant aus. Und zwar ist das Boostet deine natürliche Schönheit mit dieser Volumenmascara mit mineralischen Farbpigmenten und ausgesuchten Bio-Inhaltsstoffen wie Bio-Kanauba-Wachs, was auch immer das ist. Sie schenkt deinem Wimper natürliches Volumen sowie Dichte und ist perfekt für den Alltag. Dermatologisch und augenärztlich getestet für Kontaktlinsen gedreht. Kontaktlinsenträger geeignet. Anwendung, das Bürstchen waagerecht zum Auge halten, Wimperntusche vom Ansatz. Ja, okay, das ist, glaube ich, klar, wie man die anwendet. Ja, warum nicht? Finde ich cool, von La Vera eine Mascara. Wenn ich sie jetzt nicht schon hätte, dann wäre es auf jeden Fall ein super Produkt. Kostet 4,99 €, ist also auch nicht die billigste Mascara. Ja, dann haben wir noch zwei Produkte. Und zwar haben wir einmal, das war auch eines der Sneak Peek Produkte, vom Birkenstock. Ich habe echt nicht gewusst, dass die Pflege machen. Ich hätte gedacht, die machen bloß Schuhe. Von Birkenstock Natural Skincare Moisturizing Eye Contour Balm. Hocheffektive Feuchtigkeitspflege mindert erste Fältchen um die Augen herum und sanft einklopfen. Dazu passen erfrischendes Reinigungsgel und reichhaltig intensive feuchtigkeitsspendende Creme. Also das ist das, was es wahrscheinlich noch dazu gibt. Was ist jetzt da drin? Ach, das kann man noch aufklappen. Da stehen die ganzen Produkte drin, die es da gibt. Und das Produkt sieht mega cool aus, finde ich. Ich zeig's euch. Das hat tatsächlich unten so einen Birkenstock-Kork dran. Sieht so cool aus. Also Packaging ist auf jeden Fall schon mal mega. Ich bin gespannt, wie das funktioniert. Hat ein kleines Pumpköpfchen. Finde ich sehr, sehr schön. Ich finde es mega. Also tatsächlich ein tolles Produkt. Freue ich mich sehr darüber. Und das Packaging, also Entschuldigung, Packaging ist einfach mega. Anders kann man es nicht sagen. So, gucken wir noch, was hier drin steht von dem Produkt. So, und zwar Birkenstock Natural Skincare Moisturizing Eye Contour Ball schenkt der sensiblen Augenpartie intensive Feuchtigkeit. Diese leichte Spezialpflege erfrischt, strafft und glättet die Haut um die Augen. Dabei wirken Kork-Eich-Extrakt sowie natürliches Hyaluron straffend und schützend wirksam vor Austrocknung. Anwendung morgens und abends auf die saubere Haut, um die Augen herum sanft von innen nach außen mit den Ringfinger sanft einklopfen. Ja, und es kostet, das ist jetzt, wie viel ist denn das? 7 Milliliter. 7 Milliliter kosten 16 Euro. Dieses Produkt kostet 16 Euro. Also das Originalprodukt ist größer, hat 20 Milliliter und kostet 45 Euro, aber 7 Milliliter für 16 Euro ist auch schon viel. Ja, aber finde ich cool, werde ich sehr gerne verwenden. So, dann haben wir das letzte Produkt und es wird natürlich, was für ein Produkt sein, das von Banana Beauty, denn das ist noch nicht gekommen. Muss ich mehr dazu sagen? Ja, natürlich muss ich mehr dazu sagen. Was steht da drauf? Bad Ideas make the best memories. Go Bananas. Also ich habe von den Lippenstiften schon gehört, dass die mega gut sein sollen. Banana Beauty Liquid Lipstick, da hätte es drei Farben gegeben und zwar einmal Heat Me. Das ist eher so ein Rot. Dann einmal Oh Baby, das ist eher so ein Rosa, würde ich sagen. Und dann einmal Heals Up, das ist mehr so ein Rosé-Farben. Rosenholz, auf jeden Fall ein dunkleres Rosa. Und ich glaube, ich habe Heals Up. Ja, ich habe Heals Up, Gott sei Dank. Also der Rote wäre nicht so toll gewesen für mich als Farbe, weil ich Rot nicht so oft trage. Aber der sieht toll aus. Der ist eine tolle Farbe. Finde ich toll. Finde ich toll. Ja, ich bin froh, dass ich den jetzt auf jeden Fall endlich mal testen kann. Denn es schwärmen ja alle so davon. Gucken wir mal, was da steht. Zu 100% vegan, tierversuchsfrei und langanhaltend. Bis zu 10 Stunden verschönert dieses semi-matte Lipstick deinen Kussmund. Dank seiner reichhaltigen Textur und einzigartiger Blütennektarextrakt werden deine Lippen zudem ausreichend mit Feuchtigkeit versorgt und strahlen in schönsten Farben. Anwendung Lippen mit einem Lippenpeeling vorbereiten, Lipstick schütteln und gleichmäßig auf die Lippenflächen verteilen. Zum Entfernen ölhaltiges Produkt verwenden. Und er kostet 24,99 €. Würde ich mir jetzt tatsächlich auch nicht so kaufen. Ist schon sehr teuer. Deswegen liebe ich die Boxen, weil man da Produkte bekommt, die man sich so selber nicht kaufen würde. Das war's jetzt. Das waren jetzt insgesamt 8 Produkte. 8 verschiedene Produkte. Also 8 verschiedene Produkte waren in dieser tollen Box. Ich finde sie mega. Also ich finde sie echt gut. Bin bis jetzt tatsächlich von diesen Special-Boxen, die es bei Glossy Box gibt, nie enttäuscht werden. Nie enttäuscht worden. Und die kaufe ich immer wieder gerne und da kann ich auch nicht widerstehen. Die muss ich jedes Mal haben. Ich bin gespannt, ob es nächsten Monat eine Special Edition gibt, wenn Valentinstag ist. Aber es ist ja die normale Box schon eine Special Edition, da Valentinstag ist. Mega schön gestaltet, muss ich auf jeden Fall sagen. Es sind tolle Produkte. Alles vegan und naturkosmetisch. Ich finde es super. Ich finde es echt super. Ich schreibe euch auf jeden Fall jetzt den Wert hier unten hin.
Aber es hat sich auf jeden Fall gelohnt, allein schon mit dem Nuvega-Produkt für 89 Euro irgendwas. Aber es ist auf jeden Fall ein Wert von über 100 Euro, mindestens. So, jetzt war leider der Kamera-Akku leer. Nicht Kamera-Akku, die Speicherkarte war voll. Deswegen musste ich schnell wechseln, aber mein Kamera-Akku ist auch bald leer, deswegen muss ich mich beeilen. Ich habe noch ein bisschen was zum Abfilmen. Ja, war eine super tolle Box, also die Special Editions, die von Glossy Box, die kann ich euch immer empfehlen. Tolle Produkte drin. Schaut euch die Sneak Peek Produkte an, ob es da von den Produkten her schon was für euch ist, und dann will ich die auf jeden Fall bestellen. Es lohnt sich immer. Und wenn man angemeldet ist, dann kann man ja auch noch die Glossy Credits sammeln und dafür verwenden. Ich finde es super. Super Aktion von Glossy Box. Und das war's jetzt mit dem Video, mit dem Unboxing. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Lasst sehr gerne ein Like da und einen Kommentar, was ihr so von der Box haltet, ob ihr sie vielleicht auch habt und was ihr so von den Produkten haltet. Ihr könnt mich natürlich auch kostenlos abonnieren, entweder an der Seite, wo mein Gesicht erscheint, oder unten auf dem Abonnieren-Button. Und dann wünsche ich euch einen wunderschönen Tag, eine wunderschöne Woche und hoffe, dass wir uns beim nächsten Video wiedersehen. Tschüss!